Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase, da ist das sowas wie ein Highlight, die Stimmung ist riesig. Blicken wir auf Andrej Kramaric, Buschi, das ist natürlich ein Spieler, auf den es heute wieder mal ankommt. Ne? Ja, auf jeden Fall, sehr ballsicherer Spieler mit starken Pässen und herausragender Übersicht. Was ist das für eine tolle Atmosphäre in diesem wunderschönen Stadion? Was willst du eigentlich mehr, Buschi? Absolut gigantisch. Und da hat man natürlich auch als Kommentator viel Spaß. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Im Tor ist Oliver Baumann. Kevin Vogt spielt mit Benjamin Hübner in der Verteidigung. Und im Angriff bauen sie heute zu Beginn der Partie erstmal nur auf einen einzigen Stürmer. Schalke hat den Anstoß. Bentaleb. Suat Serdar. Salif Sané. Ja, das sieht gut aus. Omar Mascarell. Er lässt weiterlaufen. Klasse, durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Rudi. Ein Pass mit viel Auge. Da wäre Platz auf außen. Schöner Zweikampf. Der FC Schalke will heute bestimmt Wiedergutmachung betreiben für die kürzliche Auswärtsniederlage, als man es mit dem FC Bayern München zu tun hatte. Bei dieser 0-4 Niederlage sind sie nie in die Partie gekommen. Heute hingegen stellt sich das für mich zumindest anders dar. Ich glaube, ein Punkt ist drin. Pass auf den Flügel. Hoffenheim mit guten Pässen jetzt. Suat Serdar. Bentaleb. Heute braucht S04 eine hochkonzentrierte Leistung, sonst wird's schwer. Stimmt, Wolf, sind nämlich beides gute Teams. Da können kleine Fehler schon entscheidend sein. Der Ballverlust. Kramaric. Kramaric am Ball. Ah, das könnte was werden jetzt. Guter Pass jetzt. Rudi. Munas Dabur. Kramaric! Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann kann Andrej Kramaric den Ball aus der Halbdistanz verwandeln.
lässt sich da am Ende nicht mehr aufhalten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 27, André Kramaric. Pacienza. Schirmt den Ball gut ab. Hübner. Dabur. Ballbesitz bei Kramaric. Da haben sie jetzt den Ball. Ballverlust. Kramaric. Gut. Pacienza. Gutes Anspiel. Chance zur Flanke jetzt. Ganz wichtig, da muss er hin. Sehr gut hier vom Torhüter. Sieht gefährlich aus. Da erobert er den Ball. Florian Grillitsch. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Kevin Vogt. Kramaric. Munas Dabur. Florian Grillitsch. Munas Dabur. Florian Grillitsch. Sebastian Rudi. Stark gearbeitet. Sie geben den Ball ab. Sebastian Rudi. Ganz energischer Einsatz. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Den Ball köpft er ins Seitenaus. Nun Kalle Rabeck. Bicakcic. Florian Grillitsch. Sie verlieren den Ball. Dabur. Ballbesitz bei Kramaric. Ja, geht gut dazwischen. Suat Serda. Bentaleb. Super dieses Zuspiel. Könnte der Ausgleich sein. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt kommt die Ecke. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Kurzer Blick auf André Kramaric. Wie fandst du seine Leistung bislang? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Hoffenheim möchte jetzt natürlich an die Leistungen aus dem ersten Durchgang anknüpfen. Klasse Pass jetzt. Munas Dabur.
André Kramaric. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Rudi. Und direkt zurückgespielt. Hier das Bebu. Ganz stark. Pacienza. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Und das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Kommt jetzt die Flanke rein? Jetzt vielleicht. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Roberts Kopf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Königsblau wieder am Ball. Super mitgespielt. Da kommt er ganz schnell raus. Ganz stark. So kann er hier den Treffer verhindern. Er gibt Freistoß, klar. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Suazerda. Und Ballverlust. Da ist der Torwart hellwach und passt auf. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Jetzt können sie vielleicht kontern. Hier das Bebu. André Kramaric. Jonas Dabur. Wichtige Aktion. Das nächste Spiel von Hoffenheim. Jetzt eingeblendet. Es geht für sie gegen Mainz 05. Das muss es sein. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene. Fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Ach, die Riesenchance, wieder reinzukommen in dieses Spiel. Aber kein Tor und er kann es überhaupt nicht glauben. Ecke kommt in die Mitte. Suazerda. Ozan Kabak. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Er steht im Abseits, gut gesehen. Super dazwischen gegangen. Schalke macht Druck. Könnte der Ausgleich sein. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Ecke in die Mitte. Ball kommt in die Mitte. Ah, da fällt das Tor und sie sind zurück im Spiel.
Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja, das ist keine Anstrengung. Hier noch mal dieser Treffer. Jetzt sind sie wieder drin in dieser Partie. Große Freude, Logo, auch am Spielfeldrand. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Für den FC Schalke 04. Die Nummer 26. Dennis Geiger. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Pacienza. Suat Serda. Na, zu lang. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Roberts Kopf. Kramaric am Ball. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Hübner. Dennis Geiger. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Tor, die Führung. Und es müsste auch die Entscheidung sein. Was für ein wichtiges Tor. Ja, das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Sie lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Jetzt kommt der Wechsel. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Und es bleiben noch 5 Minuten. Noch liegen sie hier knapp hinten, kurz vor Spielende. Was dürfen wir in diesen Schlussminuten noch erwarten? Ich glaube ja, das Spiel bleibt bis zum Schlusspfiff spannend. Schalke hofft noch, Schalke gibt nicht auf. Schalke ist auf der Suche nach dem Helden, der das Ding hier noch dreht. Gut. Bentaleb. Toller Pass. Na gut. Gefährliche Szene. Sie müssen ein Tor erzielen, aber hier wurde der Ball abgefangen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Bebu. Jetzt der Vorstoß. Da passt er auf und kann klären. Das Spiel ist aus, damit steht es fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Sie bleiben also heute ohne Punkte. Und man hat deutlich gesehen, wo die Defizite der Mannschaft liegen. Die haben sie, das ist jetzt klar. Deine Meinung heute zu André Kramaric. Wie hast du ihn in dieser Begegnung gesehen? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.